heißt, ich müsste logischerweise mal... Das packe ich mal bei Waffen mit rein. Ich müsste logischerweise mal auf Hühnchenjagd gehen. Die Frage ist, wofür die Hühnchen? Ich muss auf Hühnchenjagd gehen. Na, das wird interessant. Das Problem, ohne Federn zu sein, ist für mich vollkommen ungewohnt. Wer schon seit längerem dabei ist, weiß ja, dass wir eigentlich hier jetzt 100 Folgen sind. Als Ausnahme sind wir jetzt mal 200 Folgen hier, weil wir so viel Stuff gemacht haben hier. Das ist sowieso ganz geil dann. Okay, hier geht's tief nach unten. Das ist sowieso ganz geil. Dann gehen wir in Folge 900 zurück in unsere richtige Welt. Also in unsere richtige Gegend. Und können uns in den letzten 100 Folgen, kann ich mir da was Cooles überlegen. 100 Folgen sind sehr gut, um sich zu überlegen, was man macht. Das haut hin. Ich habe jetzt noch jedes 100er Special Event gemacht, gell? Also es gab jede 100 Folgen gab es ein Special. Und ich möchte es auch ehrlich gesagt beibehalten. Dass wir wirklich alle 100 Folgen ein Special reinhauen. Weil meine 100 Folgen sind einfach was Besonderes, ne? Für mich zumindest. Also wenn ich 100 Folgen mache, mit euch zusammen, dann ist das, dann sind das 3 Monate meines Lebens, die ich dafür nehme, die ich mir dafür nehme. Das ist schon was Besonderes. Wow, Vorsicht. Hier müssen doch irgendwo Hühnchen sein. Kann ja sein, dass der ganze Wald leer. Weißt du, sonst hast du die in unserer Hauptwelt, da haben wir so 5 Trillionen Hühner. Du hast immer Hühnchen, egal wo du kriegst die Krise. Überall ist Hühnchen. Selbst in deinem Haus sind Hühnchen. Du weißt nicht, wie die da hinkommen, aber selbst in deinem Haus sind Hühnchen. Und hier sind nur Schafe. Einfach nur Schafe. Guck das an. Ich will keine Schafe, ich will Hühnchen. Habe genug Schafe. So. Und klar, Statements hier setzen. Auch keine Kühe, ich will Schafe. Nein, ich will kein... Nein! Nein, ich will Hühnchen. Gib mir Hühnchen. Hier hinten könnte man den Wirbel spawnen lassen, oder? Hier würde er nicht so viel kaputt machen in der Wüste. Aber die Wüste, habe ich gehört, ist sehr schlecht, wenn man Hühnchen sucht. In der Wüste sind meist keine Hühnchen. So. Maximal Brathühnchen. Das wäre auch geil, läuft durch die Wüste. Siehst überall in der Wüste so einfach so kleine Hühnchenkeulen rumliegen, schon gebraten. Das wäre auch nice eigentlich. Cool fände ich es auch, wenn es irgendwie was Vogelmäßiges gäbe noch. Das fehlt echt bei Minecraft, dass die Lüfte noch erobert werden. Beim Pokémon-Mod war es ja so, dass die Pokémon wirklich geflogen sind. Das hat mir halt sehr gefallen, aber die Pokémon-Mod hat halt alle anderen Tiere komplett verdrängt. Das ist ziemlich scheiße gewesen. Es fehlt einfach, dass irgendwas durch die Lüfte fliegt. Ob sie nun das Hühnchen fliegen lassen oder ob sie einen neuen Vogel mal hinzufügen oder so, aber es fehlt einfach was in der Luft, weil du musst mal so sehen, hier ist Schluss. Da, wo die Bäume enden, da ist Schluss. Da gibt's nichts mehr. Da ist auch nichts. Und das ist halt mega langweilig. Die würden mit ein paar Vögeln, einfach so ein paar Dinger, die in der Luft rumfliegen, würden sie... Gut, die haben die Fledermäuse jetzt schon gemacht, aber die Fledermäuse fliegen nur in der Höhle. Das ist das Problem an der Sache. Die spawnen selten im Dunkeln. Und einfach so ein bisschen Luftleben reinbringen und die würden eine komplett neue Stage zu Minecraft hinzufügen. Ich meine, gut, sie machen momentan, sind sie dabei, das Wasser zu verändern. Die haben im nächsten Update geplant, neue Meerestempel, Meeresmonster hinzuzufügen. Das ist ja auch neu. Es gab bis jetzt ja keine Meeresmonster. Das finde ich ja sehr geil, dass im Meer da jetzt langsam angefangen wird. Meer feiere ich sogar noch mehr als die Luft. Weißt du, wegen Meer, haha, okay, lassen wir das.
Das finde ich ja nicht schlecht. Das habe ich nichts dagegen. Das ist cool. Und wenn sie sich danach an die Luft machen würden, dann fände ich das graziös. So ein paar Vögel oder Libellen vielleicht. Libellen wären auch geil. Oder vielleicht Drachen. Vielleicht gibt's ja... Vielleicht machen sie es ja so, dass sie... so kleine Drachen, so groß wie Schweine, sagen wir mal, von der Größe her. So kleine Drachen einfach durch die Gegend fliegen. Die sind vielleicht... Gibt's vielleicht verschiedene Sorten. Grüne und rote. Die grünen sind nett. Die tun so nichts. Oh, Hühnchen. Natürlich, ich sag Hühnchen und das Spiel fängt an zu lecken. Die sind nett, tun sie nichts. Und die roten, die sind halt aggressiv und gehen auf dich drauf, sobald sie dich sehen. Das wäre doch schon mal was. Ob die jetzt Feuer speien, ist, glaube ich, weiß nicht, aber das ist einfach so... Die würden sich wahrscheinlich anfliegen dann. Mit ihren urscharfen Krallen kratzen. Also Feuerspeine in Minecraft, das wäre glaube ich schon engine-mäßig der Höhepunkt des Spiels. Wenn ein realistisches Feuerspein hinzugefügt würde. Oder wir spawnen hier, das wäre natürlich auch eine geile Option. Attacke! So, sehr schön. Hallo. Was ist das da hinten denn? Ach, ist ein Enderman. Habe ich jetzt gerade gefragt, was ist das denn? Oh. Das ist viel Stuff. Der Zombie und ich waren jetzt gleichermaßen verwirrt, weil ich so weit gesprungen bin. Aber auch hier sind wieder keine besonderen Viecher. Ich guck gerade so rum. Stopp, was war das? Ah, jetzt ist der Enderman mit dem Skelett zusammen. Das sah jetzt ein bisschen komisch aus zusammen. Es gibt hier wieder nichts Besonderes. Nur der alte herkömmliche Stuff, ey. Das ist ja voll boring. Ich muss auch kurz meine Hand einschütteln. Das Problem ist... An dem Stuhl, auf dem ich sitze, das... Oh, ich habe nichts gesagt. Sehr schön. Das hat 2 TNT gegeben und da ist ein Enderskelett. Ja, Hallöchen. Ach, das greift mich gar nicht an. Attacke! Was? Wow, ganz ruhig. Okay, komm her. Alter, ja. So. Kurz was essen. Das hat Enderperlen gegeben, einfach nur, gell? Boah, wie ich aussehe. Einfach so, total zerballert. Geh mal in die Richtung, mal schauen, wie ich was finde. Da läuft ja ganz normaler Wahnsinn rum. Da ist eine Spinne. Spinne, Enderman. Creeperman. Oder Girl, je nachdem.
Na komm her. Was her denn? Stirb. Und jetzt die Spinne. Oh, nicht das Vieh. Sehr schön, 15 haben wir erreicht. Und das Hühnchen stirbt auch noch. Deswegen sind wir eigentlich hier. Sind eigentlich nur wegen Hühnchen hier, nicht wegen den... Also schon auch wegen den Level, weil wir wollen ein Level, aber... Ist immer noch da. So. Die Viecher sind wie Kakerlaken, die überleben jeden Atomkrieg. Die kleinen Zombies sind so richtig nervig, wenn du siehst, denkst du dir so, oh nee, nicht der schon wieder. Das müssten sie auch mit Skeletten einführen oder mit Spinnen. Kleine Spinnen gibt es ja schon, aber Skelette müssten sie noch einführen. So kleine nervige Viecher, die zwar kaum Schaden machen, aber so vielleicht mit jedem Schuss nur ein halbes Herz, aber die ununterbrochen schießen einfach nur. Und du so echt denkst, oh nicht, das Vieh schon wieder. Was allerdings bei mir wahrscheinlich nur dafür sorgen würde, dass ich ab und zu öfters in den Normal Mode maxe und dann wieder zurückgehe. Wie ich mich kenne. Da oben hat's auch gebrannt, gell? Oh ja, voll die auftreibende Musik. Wo nehme ich die Wörter mal her? So, Level 17 sind wir gerade. Ja, schön, wenn wir uns so mit Level 20 immer nach Hause gehen, dann haben wir es nämlich nach einigen Nächten schon geschafft. Und die Aufnahme ist auch schon ganz schön groß, müssen wir auch tatsächlich nicht zu viel aufnehmen. Weil, wie gesagt, demnächst ja jemand mit mir zusammen aufnehmen möchte. Oh. Ja, komm her. Und lass einfach nichts droppen. Egal. Ich suche ja nur monatelang hier nach irgendwelchen Viechern. Und er lässt nichts droppen. Na klar. Der Ewigkeiten herausfinden, was passiert, wenn man vier Feuerbones zusammen hat. Und er, ach egal. Hat mir schon mal vier Feuerbones, dabei hat noch gar nicht vier Feuerbones zusammen, deswegen. Hat der denn? Das sagt gerade aus, als ob der MG in der Hand hat. Ah, eine Spinne ist auch noch da. Was der denn jetzt? Armen verwirrten Zombies. Stirb! Na, noch einer. Aua. Ja, das ist langsam wieder unser Grundstück. Merke ich gerade, aber sind schon da. So viel dazu. Ah ne, das ist hier. Ah, wir sind auf der anderen Seite von unserer Farm, okay. Nochmal über die Gleise laufe ich jetzt nicht. Ich will nicht, dass die Gleise noch mehr kaputt gehen. Allerdings sollte ich die Gleise auch schon seit Ewigkeit mal ordentlich abriegeln, damit sowas nicht mehr passiert, ne? Hier sind eine Menge Viecher, aber nicht die, die ich will. Die Spinne wird jetzt rüberkommen. So. Klack, klack. Autsch. Und dann schauen wir mal ganz kurz, was wir uns dafür craften können. Für 19 Schnieke Level. Schutz 1, Schutz 2, Explosionsschutz ist, glaube ich, gut. Ich glaube, Explosionsschutz und... Vielleicht kriege ich hier sogar Federfall schon rein. Probier's mal.
Ist natürlich nicht, dass man normalerweise mit Diamantstiefeln machen sollte, aber ich glaube, jeder Fall kommt das Level 13, bin mir nicht sicher. Da bin ich mir nicht sicher, viele der guten Eigenschaften kommen so ab Level 13 oder Level 26. Ich gebe dieses Ding mal hier wieder hin. Und natürlich mal den Loot, Alter, was wir gefunden haben, alles. Boah. Weg, 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 weg. Nochmal zweimal TNT haben wir gefunden. Das haben wir noch gefunden. Dann können wir hier noch die... Und wir haben wieder Federn gefunden. Dazu brauche ich aber den Rest der Zeug. Und da können wir wieder ein paar Pfeile craften. Craften. Kraft meines Amtes. Klack. Flint zu beschaffen, das ist jetzt nicht unbedingt die schwerste Angelegenheit. Jetzt habe ich mal 64 Pfeiler. Das sieht gut aus. Mehr brauche ich auch nicht, dann kann ich den Rest jetzt für privat benutzen. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, ich beende an der Stelle mal die Aufnahme. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Folgen ich jetzt habe. Ich möchte jetzt nicht übertreiben. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Die Base an sich sieht eigentlich wunderschön aus jetzt schon. Uns fehlt die Bibliothek noch. Und ja. Das mit der Mühle. Naja. Vielleicht bauen wir irgendwann mal so eine neue Mühle dann. So daneben, so als Denkmal. Keine Ahnung, bis gleich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Adios.